So, bevor wir in die neuen Songs gehen, würde ich sagen, gehen wir rein. Wir gehen in den neuen Vlog. Oder in den neuen Blog oder wie auch immer, ne? Wir hatten den ersten natürlich und ja, der zweite ist draußen. Back to Blogs. Marokko. Alles von Pascal. Ach, das meinte Pascal. Ich hatte den Anfang der Woche, hatte ich ihn gefragt, wann mal wieder was von ihm kommt. Und er meinte die Tage. Und ja, jetzt weiß ich auch, was er meinte. Ich würde sagen, rein in den Vlog. Ich hab richtig Bock, ne? Ist das nicht sogar die Endszene vom letzten Musikvideo? Jetzt müsste ja Hardy gleich kommen, oder? Die wollen uns aus der Villa werfen! Der wirft uns aus der Villa! Ja, was ja, da ist du? Es. Ey, Bruder! Entspannt doch mal! Und der ist so witzig, Mann. Sag mal kurz sagen, wo wir hier sind und was Lautstärke ist okay, oder? Ja, Diggi, Aladin wollte zwei Flaschen von so einem Sirup mitnehmen, aber es hat nicht funktioniert, glaube ich. Stimmt, nächste Woche kommt ja auch das Album schon. Wir haben auf jeden Fall Aladin verloren. Wir fliegen nach Marokko, leider ohne den Marokkaner, wie es aussieht. Für Aladin. Jetzt gerade in diesem Moment. Ach, tut das gut. Das ist immer so entspannt, ja? Oder? Ah. Verteidigt es noch. Er will sich loslassen. A few wurde das eigentlich... Later. Wurde das... War der shoppen, oder was? Diese GTA-Mucke. Legal. Dieses Mal nur dieses Mal hat sie gesagt. Ach was? Oh Gott, Alter. Marrakesch ist heftig, ist geil. Naja. Das ist auf jeden Fall in Marokko mit den 187ern. Ich glaube, das wird lustig. Ein Jahrhundert-Event ist das auf jeden Fall, oder? Ich glaube, das wird lustig, oder? Sieht geil aus. Mächtiges Tor. Das ist alles Wüste hier, ist viel grün. Sind das diese, werden hier die Szenen gedreht, wo er auf dem Dach da irgendwo sitzt, ne? Und das und den Tee eingießt, ne? Und Jesus ist ja dann unten und kriegt sozusagen den Tee von oben eingeschüttet, ne? Nachdem er sozusagen aus dem Knast keinen Bock mehr hatte und sich für die andere Pille entschieden hat, so, für die Partypille. Wir machen jetzt noch ein bisschen Videodreh bzw. Urlaub vor dem Urlaub. Hier gibt es sogar Salamander. Salamander! Ich weiche dir nicht von der Seite! Er hat den letzten Joint. Den letzten, oder was? Dann können wir noch mal ganz kurz darüber reden. Du meine neue Pit Viper Sonnenbrille? Muss man ertragen können, ne? Ja. Schnelle Brille, ne? Flashback. Mega aus der Hüfte! Seit wann so viele Memes reingeschnitten? Bin ich gar nicht gewohnt. Oha. End of Flashback. Bitteböhn. Jesus sieht richtig glücklich aus, ne? Jeopardy-Musik. Gas geht nirgendwo hin, ohne nicht die Friseure zu testen. Ihr seid gleich dabei. Yes. Mal sehen, was er drauf Boah, hat. Aber ist, da das ist eine geile Idee, ne? Jahre, wenn ich hier raus bin. Ey, ich hab mir auch mal überlegt, sowas zu machen. Also jetzt nicht auf dem Kopf, ist schon klar, ne? Sondern für ein Bart, ne? Ich hab das zweimal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube Tunesien. Ja, Tunesien und irgendwo noch. Und seitdem habe ich gesagt, nie wieder. Nie wieder, Alter. Die haben mir einen Bart gemacht, so gerade und so. Boah, nee, nie wieder, Alter. Tuni, mein Guter, Dankeschön für dein Raid. Vielen, vielen Dank für dein Raid, mein Guter. 8:01 PM. Let's get up, yo. Ja, ich bin's nicht gewohnt, so viele Memes zu sehen, Mann. Das ist unser Anwesen. So. Boah, ist das schön, Mann. Einfach da. Was ist das? Vera. Was ist das? Hey, das ist Anna. Also das weiß ich nicht, aber das weiß ich 100%. Okay. Alter. Das nennen wir mal Hasch. Digga, guck dir das mal an. Kroko, danke schön. Also kannst du jetzt gerade einmal kurz diesen Zusammenschnitt von wegen, wir sind aus dem Haus rausgeflogen, weil wir Drogen genommen haben, reinspielen? Angeblich sollen hier Drogen im Haus sein, was ich ja gar nicht glauben kann, weil ich habe noch keine gesehen. Nein. Und ja, jetzt sagt der Vermieter, dass wir hier gehen sollen. A few seconds later. Natürlich lassen wir uns nicht lumpen und bauen zwischendurch auch ein paar Wetten ein. Oh, Bruder. Dieses Bett da am Pool, wie chillig ist das bitte? Schlumpen und wie chillig ist das bitte, Mann? Oh. Bau zwischendurch auch ein paar Wetten ein. Schafft man es, trockene Füße auf das Gerät zu springen und rüber zu sliden. Ah, damit schwierig, oder? Das geht schnell unter, wenn man da drauf springt.
Aber jetzt muss man das Ding erstmal wieder zurückkriegen. Ey, habt ihr das früher auch gemacht? So mit so einem festen Brett? So, da muss kein Surfbrett sein, sondern diese kleinen, wo man sich eigentlich so draufgelegt hat oder so. Alter, damit dann früher dann immer so über den Pool geslidet. Das schneiden wir raus. Das war nice. Bonsai! Zieh durch jetzt, komm! Die ganze Motivationsreden von Justin, sie braucht keinen Schwanz, Digga. Du musst so eine kleine Einziehtechnik machen. So, erstmal abschieben. Bam! Wie eine kleine Kanonenkugel. Diese Lache hier. Ne? Der schafft's tatsächlich. Deine Mama, ich hau zu mit dem Hammer. Asozial. Ja, Mann. Hani Montana. Mach nicht auf Assi, du Spasti. Wenn du abfuckst, gib's ne Backpfeifenparty. In den Taschen erste Liga hast. Hoffe, dass es jeder schafft. Digga, jetzt film dich mal selber dabei. Darf ich mal kurz fragen, haben die diese kleinen Autos irgendwie, ach ja, klar, die sind Requisiten, ne, für das Video. Irgendwo sind doch auch safe diese Modellautos benutzt worden, oder? Sind doch nicht immer die echten gewesen, oder? Also die großen. Luca, schönen guten Abend. Film dich mal, wie du da stehst, ganz ehrlich jetzt mal. Schau ganz rechts. Warum musst du quasi wieder rein? Doch ist uns alles scheißegal. Weil wir sind gerade mal 40 Jahre alt. Wir sind gerade mal. Auf jeden Fall wisst Bescheid. Dieses 187 Dümer Rock, was viele nicht wissen, hinter den Kulissen halten wir uns fit auf jeden Fall. Und der Jizz ist auf jeden Fall so ein Eiskampf. Dümer Rock dabei. Wir sind noch nicht tot, nein, wenn der Welt auf komisch Showtime. Bin ein Superstar, so wie Tupac, ja, voll auf MD Mount. Der Mann scheint. Das müsste der Song sein, der heute kommt, oder? Das müsste doch Cinnamon Roll sein. Oder bin ich gerade bescheuert? Doch, doch, Superstar, doch, 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 doch. Ey, die Melodie hat man jetzt schon im Kopf, ne? Ja, ich hab so Bock auf den Song, Mann. Auf der Wucht von Polizei. Perfekt im Sommer. Oh, Ass to the Grass. Das ist Trizeps. Das ist nie gesehen, weil du Weeds Grains. Ein Beat von Dave und ein Mikrofon. Neuer Day, Sonne scheint. Was sagt der da eigentlich? Beat von Dave? Meanwhile. Ich bin Akrobatin, Tänzerin, Profitänzerin. Ja, ich brauch mehr Kopfmensch, Schuhschuhe, Jeans-Kettendrink. Ich glaub's. Wir fahren jetzt nach Marrakesch auf den Markt. Er ist riesen Paschanin-Fan, oder? Hatte Bones das nicht sogar mal in einer Story oder so? Dass er Paschan. Das war doch Paschanim, ne? Von dem Dingens-Tape. Es geht ab, wir fahren jetzt nach Marrakesch auf den Markt, kaufen noch Potenzien fürs Video. Wenn ihr das seht, ist Jules schon längst im Knast. Auch noch ist er hier neben uns im Fleisch und Blut. Martin, wow, ist das dabei. Komisch, sowas. Safety first zu drehen, oder? Wir haben eine Führerschein und wollen nicht rausgeholt werden. So, wenn man weiß, dass man jetzt gerade das dreht und wenn das rauskommt, dass er dann im Knast ist. Gut, wir sind angeschaltet, passiert nichts. Wir halten zusammen und das wisst ihr. Sind für jeden Kampf wie gerüstet. 187 hat ne lange Geschichte. Und wenn ich mal fall, wird der andere mit mir. Immer die gleichen Jungs, kein Wendepunkt. Oder sag mir, was hat Snitchen mit Gang zu tun? Sie bis zum Ende durch, kein Promo-Move. In Germany we say cremig. Cremig. Du verkaufst deine Jungs. Jetzt wollte ich mal gucken, wenn die Kohle ruft, heute Verbrecher mit einer Panne von Rappern. Meine Mutter hat gesagt, denk, wann wird es besser? Ja, wir können machen, Diggi, das ist ein Gastanfall. Ich hab auch gerade eine gezogen hier. Wakaso ist so eine Unterhaltung pur, ne? Ach, das schöne Roadrunner-Shirt, ne? Es geht ab, mein Tag in Marks. Jizz ist ein Geier, wenn man Jizz immer am Joint ziehen lässt, sieht das so aus. Sorry vor, weil wir keinen Spaß verstehen. Was für eine Traumlocation für den Urlaub, Mann. Das ist mein Safe. Ich muss kurz verdecken, weil den Pinbild nutze ich für viele Sachen. Das ist das Geld von Bones. Das legt er immer zu seinem vertrauenswürdigen Lieblingslibanesen. Hadi ist so ein lieber Kerl, glaube ich. Also ich kann nur Nettes und Positives über ihn sagen. Also ungefähr, warte mal, wir haben jetzt den 20. Boah, fuck, Alter, das dauert doch noch ein bisschen. So 3 Wochen ungefähr, dann kann ich endlich
endlich meine Dankesrede bei Arnin droppen, ne? Ich hatte ja erzählt, dass da ein bisschen was passiert ist und ich ihm sehr, sehr dankbar bin tatsächlich. Ja, wir hatten sogar den Song davor bei auch im Snippet gehört und ich hatte auch an der Stelle gesagt, ey, das klang irgendwie nach Falco, weiß ich noch. Wait a minute! Pascal, du bist der Lieblingslibaneser, Habibi. Ich bin immer noch der Meinung, er muss unbedingt ein Kochbuch rausbringen. Das waren 20.000, als wir angekommen sind. Das sind es auf jeden Fall nicht mehr und wir haben noch gar nichts gedreht. 20.000. Eingespieltes Team, Digi Light! Das sah so smooth aus, ne? Wie das Krokodil. Ist das ein Kaiman gewesen oder ein... In die Spontanität. Wir haben hier zufällig ein paar Teppiche. Ey, habt ihr gesehen? Schau ist gerade mit Raff oder wann? Irgendwann die Tage oder so geht's nach Tokio. Drehen schon wieder das nächste Video, Mann. Boah. Ich weiß gar nicht. Ist es schon öffentlich, wann die nächste Single von Raff kommt? Ich dachte, die kommt nächste Woche schon. Dachte ich. Also irgendwann hatte ich das mal gelesen und dann habe ich gesehen, dass das Album, also High und Hungrig, ja auch nächste Woche kommt. Wundert mich. Also meint ihr, die drehen jetzt noch oder meint ihr, die drehen vielleicht für das nächste Video schon? Man weiß es nicht, ne? Hier ein bisschen zurechtschieben, damit es auch für die Drohne nice ausschaut. Guck mal, dass hier ein Weg ist, so geradeaus, ja. Und hier ein gerader Weg. Ach, die Szene, ja, ja. Jetzt geht's gleich richtig zur Sache. Bleibt mit gespannt. UFO-Feature. Das weiß man auch noch nicht, ne? Man weiß nur, dass es drei Buchstaben hat. Ich habe schon die wildesten Sachen gesehen. Ich habe Crow gelesen, ich habe UFO gelesen. Und bei Crow hat Bones auch kommentiert, könnte sein. Apache, glaube ich, hat er auch gesagt, könnte sein. Aber ich glaube, es sollten drei Buchstaben sein. Ich fände ja wild, wenn es wirklich Jules wäre. Manche meinten, es wäre Jules. Boah, würde ich halt hart feiern. Oder PNL. Oder PNL. Also einem von den beiden würde ich halt hart feiern, ne? Glaube ich auch irgendwie eher als Crow. UFO, ich glaube, UFO hatte er auch schon, nein, bei UFO hat er auch verneint. UFO hatte er, glaube ich, auch verneint, weil irgendjemand hatte da drunter geschrieben, ja, er hat doch schon einen oder irgendwie sowas. Und dann, ne? Ah, noch nie was mit dem vorher gemacht. Ja, dann... Boah. Silber ist auch so ein netter Kerl, Mann. Ich krämmer den allen, dass sie einfach nur auf ihrer Position bleiben sollen. Wir sind hier gerade in der Mitte von Marrakesch, aber genau in der Mitte von Marrakesch. Wir drehen hier gerade ein Tanzvideo. Ey, ich finde das auch so. Findet mich sympathisch, keine Frau für immer, aber eine, die mir Arsch gibt. Ey, habt ihr das gesehen für die Dingens, für die Tour von Bones? Dass alle seine Charaktere irgendwie da so mitspielen? Ey, da bin ich gespannt, ne? Ich hoffe, dass es genug Videos oder wenigstens so ein Tour-Video oder sowas gibt. Da würde ich mich so drüber freuen, ne? Wirklich, weil ich wüsste gerne mal, ob er das dann so in verschiedenen Szenen oder so darstellt. Alles klein, nur ein einheimischer Freund. Wenn ihr das seht, bin ich im Knast. Bye bye. Schnapp, Motherfucker, Krokodil! The next morning. Er ist so ein glücklicher Mensch irgendwie, ne? Krass. Komm zu dir, Habibi. Ja, ich find's auch schade, dass es in Köln nichts ist, ja. Willkommen zu unserem Marokko-Blog. Ich zeig euch mal die Villa. Hier ist das Liegebett für die speziellen, besonderen Momente mit euren Schatzi-Batzi, falls ihr eins habt. Hier kann man zuziehen. Ja. Und dann ist man ungestört. Zeigt erstmal, dass man komplett durchgucken kann, aber ist ungestört. Aber das ist private. Man muss auch ein bisschen was intim lassen. Wir können nicht alles hier nach außen tragen, Leute. Es geht nicht. Wir haben auch noch ein Privatleben. Zu Ihrer Rechten, die Marok, Legende aus Frankfurt. Das ist ja wohl bekannt. Silva, hey, Turnrock, Brudi, was geht? Ein ganz, ganz neuer funkelnder Stern am Trap-Hip-Hop-Himmel. In der Mitte ist es wie ein guter Innenverteidiger. Sie, das sich gehört, immer in der Mitte, immer gucken. Bam, bam, bam! Schönen guten dass Abend nichts kaputt geht. Martin Scorsese, Martin und Scorsese. Unser Aladdin vom Kiez. Also, Marokko, Marrakesch ohne Aladdin, das wäre ja wohl total lächerlich.
Die Chefs sind natürlich am Sleepern, die brauchen Ruhe. Die wollen sich auch erholen. Ich weiß nicht, ne? Könntet ihr euch auch eine komplette Scheißshow nur mit Jizzes vorstellen? So als Moderator, so TV-Total-mäßig? Ey, das wäre so unglaublich witzig, ne? Wenn der einfach so eine Show hätte und immer Leute einladen. Ey, so. Das wäre. Oh. Kopf arbeitet den ganzen Tag auf Hochtouren. Und das wäre Unterhaltung pur, wirklich. Wir sehen uns zum Mittag wieder. Ja, freuen uns. Auf jetzt, Mann, halt nicht die ganze Zeit drauf, Mann. Ich bin doch hier nicht euer Clown. Da ist er schon wieder am Tanzen, Mann. Kann nicht mal richtig arbeiten hier, Digga. Er vibet komplett. Komm von 10er Tüten im Keller packen. Bisschen Brot und ne Kellerpatsch, ein stilles Wasser, mehr brauch ich nicht. Jeden Text kenn ich auswendig, die Chromfelge fällt immer auf. Sound brüllt laut, hinterm Haus, von ganz unten zum Villakauf. Ruf mich an, wenn du Dinger brauchst, ein Tausender da, ein Tausender hier. Ich brauch ein Haufen Papier, hör wie der Auspuff knallt. Müsste du hast natürlich mich fasziniert. Sein, ne? Ey, das Klavier ist so schön von diesem Beat, ne? Boah. The next day. Hört euch immer gleich überall drauf, Digga, wollen wir mal kurz ein bisschen Fax machen. Ja, doch, ja. Pascal, Digga. Deswegen mag dich keiner. Wir sind in Marokko. Die Mädels sind da. Pascal ist an der Kamera. Sind alle wach zur Party? Außer Aladdin. Ist das überhaupt Aladdin deine? Nee. Aladdin ist da hinten irgendwo. Komplett weg, Alter. Guten Morgen! Nein, gar nicht gedacht, mein Gott, ne? Was du? Hey, Action, together! Ja, ihr Schlawiner. Ja. Gleich kommt Highlight. Wir sind am Arbeiten. Devise-Magazine voll dabei, trink im Anspruch im Tanzen. Sag mir nicht, du kannst nicht tanzen. 1, 2, 3, Krokodile mit dabei. Baller los, so lieben grad schon wieder Polizei. Soll ich alle nicht so anstellen? Wir können auch tanzen mit Handschellen. Da haben sie Spaß, ne? Da haben sie Spaß. Er ist sich nicht zu schade. Hier putzt der Chef doch selber. Was ist so witzig? Nicht. Ja, ein bisschen Glitzer muss sein, ja? Hab ich nicht. Ist irgendwas? Hab ich irgendwas? Ja, das macht, das ist halt einfach ernsthaft, ne? Die nehmen sich null ernst, aber kommen trotzdem so rüber, dass jeder die trotzdem authentisch findet und sonst was, ne? Es ist so gut, Mann. Die können machen, was sie wollen und worauf sie Bock haben, ne? Eieiei, German, dankeschön für deine, Alter, 42 Monate, Mann. Bookie, dankeschön für dein Prime, vielen Dank. Ihr Schlinge. Das Lied hat so Spaß gemacht. So anstellen. Oh. Wir können auch tanzen mit Handschellen. Oh. Croatia, dankeschön für deine 15, Brudi. Auf jeden Fall, schöne Woche gehabt, effektiv gearbeitet. Riesen Spaß gemacht. Du bist Bescheid, bis zum nächsten Mal. Also, das war Marokko, Alter. Das ist doch geil gewesen. Keiner kann sagen, wir waren hier zur Erholung. Wir haben hier gearbeitet. Ja, es ging schnell. Hein Hungrig ist in diesem Zeitpunkt schon längst aufgenommen. Wie ihr das hier seht, ist Hein Hungrig schon im Kasten. Jizz ist schon im Knast. Noch bin ich da. Noch bin ich da. Ey, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ey, scheiße, schon wieder vorbei? Irgendwelche Grüße aus dem Gefängnis? Es war schön, es war eine gute Runde. Wir haben geschafft, was wir wollten. Bombe. Es war eine geile Hochzeit ohne Hoch. Haben wir eine geile Zeit. Ja. Perfekt kam das Lied gerade, ne? Boah, ich liebe diese Vlogs, Mann. Es macht so Spaß, wirklich. Man merkt bei denen einfach, es ist nicht erzwungen, es ist keine Zweckgemeinschaft, es ist keine, weiß ich nicht, ey, wir müssen was zusammen machen, damit wir irgendwie, weiß ich nicht, uns einen Hype wieder generieren oder sonst was, sondern die hängen einfach zusammen und machen Musik und machen ihr Ding, Mann. Das ist so nice, Alter. So, wir haben den Blog geguckt. Es war wieder unglaublich unterhaltsam. Und nächste Woche ist es soweit, da haben wir endlich High und Hungrig 3. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben eine unglaubliche, wie soll ich sagen, Vorbereitung hinter uns. Wir haben uns wirklich, wirklich perfekt vorbereitet.
Und jetzt kommt anscheinend die letzte Single. Kann natürlich sein, dass nächste Woche irgendwie zum Album-Drop vielleicht noch irgendwas kommt, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Cinnamon Roll, das ist im Snippet der Song gewesen, wo Jizzes im Intro gesagt hat, wieder so ein behinderter Song. Und das ist der Drum-and-Bass-Song. Und da habe ich gesagt, ich freue mich extrem darauf, weil einfach diese Abwechslung spricht auch für High und Hungrig, diese Reihe, dieses Ausprobieren, dieses Machen, dieses einfach ne, Experimentieren, aber trotzdem geiler Shit. Ich freue mich drauf, Mann. Und ja, wie gesagt, das Album kommt am 28.04., wurde vorverlegt. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Produziert von Crates und Stupid Lou. Mix Master ist von Lex Barkey, Video natürlich von Shao Casado. Meint ihr, das hat wieder was mit der Story zu tun? Ich glaube nicht, oder? Projektleitung natürlich, Adi und Pascal auch und alle überhaupt und sonst was. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, rein da. Von irgendwo müssen die Kinder herkommen. Hat schon wieder so verändert, dass es sind noch nicht tot, nein, wenn der Band's auf Chrome ist, Showtime, bin ein Superstar, so wie Tupac, ja, voll auf MD Mount, der Mond. What the fuck, bitte, Leute, ey, es kann nicht so viel schon wieder passieren, Mann, wirklich, chillt mal. Wir sind noch nicht tot, nein, wenn der Band's auf Chrome ist, Showtime, bin ein Superstar, so wie Tupac, ja, voll auf MD Mount, der Mond scheint, Hose und Pullover. Superstar wie Tupac, haha, da werden erstmal ein paar Leute wieder getriggert. Nur was sein, so komm ich die Clubpistole rein, nicht drogenfrei, noch Todesein und auf der Flucht von Polizei, nimm die schwere Kette aus, Gott, der kommt. Ich bin gar... Oh, habt ihr das gesehen? Die haben das heute schon wieder gepostet und gezeigt, wie das gebaut wurde. Mit Dave, glaube ich, von The Crates. Das war ja so süß, ne? Wie Skittles da seine T-Rex-Geräusche macht und die das so runtergepitcht haben, ne? Boah, weil ich hab eh keine Zeit, bin auf der Reef, aber nein, mach auf in einem Infinity Pool. Egal, so klebt man noch ein, bin noch ich schon dabei. Nein, ich schäm und ich schweig, das Leben, schon ein neue Playstation. Ey, ich freu, ohne Scheiß, das wird, glaube ich, ja doch, ich glaube, das wird mit in meine Sommer-Playlist kommen. Ich muss eine Sommer-Playlist machen mit den ganzen Sachen, wo man All Night zum Beispiel, ja, wobei, All Night geht noch. Ich habe den echt selten gehört, zum Glück für mich, weil ich wollte das alles im Sommer pumpen, Mann. Wir ficken Mütter, irgendwo müssen die Kinder herkommen. Was? Wir ficken Mütter, irgendwoher müssen die Kinder herkommen. Bei unser Leistung ist immer wieder. Wir ficken Mütter, irgendwo müssen die Kinder herkommen. Zippen die Licker, und schon wieder so ein Männer-Tassel. Sein Blick, Alter. Ist das gut? Ändert das so? War schon Knast, gehst du kurz rein? Ist doch nicht so, als wäre Leben vorbei. Wieder auf Tour, klebe mich ein. Die Halle ist voll und die Mädels sind geil. Kohle kann nicht deine Seele befreien. Nein. Aber den Tag voll machen. Kaufe mir Anziehsachen und öffne mal Shampoos-Taschen. Lass einfach Landgold naschen unter den Lambo-Aschen. Heute geht alles auf meinen Nacken wie die goldene Kette auf dem Hamburg-Wappen. Yeah. Weiß nicht mal wie spät, doch zieh mir Cannabis und Es rein. Ballern mir den Weg frei zum allerletzten Stage-Line. Soll ja die Sonne scheinen, bin ich eh ziemlich geil. Und sie lebt, bin ich ein, weil ich hab eh keine Zeit mehr auf der Reef. Aber das nein, war alles noch. Ey, das ist ja alles noch von der Palmas Plastik-Tour, ne? Mit Oleg Sesh und alle dabei. Kuchen backen, ja natürlich, die haben sich gemütlich, schön einen Kuchen im Backstage gebacken. Ja, das gehört halt, gehört dazu. Egal, so klebt man auch ein, bin auch ich schon dabei. Nein, wir schieben uns nicht weg, ganz lieb. Schon ein neue Playstation 2 und der Leistung ist in der Road. Wir ficken Mütter. Von irgendwo müssen die Kinder herkommen. Zippen die Licker und schon wieder so ein Männer-Tassel. Zwei Jungen gehen sich weiter, hängen mit Geistern, die ich rief. Im Freistaat Bayern kann die Polizei mal wieder um so. Zwei Jungen gehen sich weiter, hängen mit Geistern, die ich rief.
Ey, Mann, ohne Scheiß, ne? Man könnte eigentlich denken, so, ja, die Prime von denen war irgendwann 2017 oder so, ne? Durch die ganzen Palmen aus Plastik und sonst was. Bro, das ist Wahnsinn, wie die weiter durchziehen. Und ich glaube, das wird jetzt auch erstmal nicht aufhören, oder? Das wird erstmal nicht aufhören, Mann. Wahnsinn. Wir ficken Mütter. Nein, wir sind kein Hype, weil mit dir ist vorbei. Nein, wir sind kein Hype, ne? Da passt das schon. Wir sind die Licker. Ja, wir wissen Bescheid. Die Getränke ist Sprite. Das ist kein Traum. Hey, das ist der Hund von Hardy, glaube ich, oder? Wir ficken Mütter. Nein, wir sind kein Hype, weil mit dir ist vorbei. Mach dich bereit. Wir sind die Licker. Ja, es ist wirklich, also, ey, dafür, dass so viele Leute immer sagen, ja, Deutschrap, tot, dies, das, weiß ich nicht was, so, die liefern ab, das ist Unterhaltung, es ist schöne Musik, also, ich finde, es ist schöne Musik, es ist, keine Ahnung, wie gesagt, mein Bild hat sich, nachdem ich High und Hungrig 1 und 2 gehört habe, muss ich halt wirklich sagen, so komplett gedreht, aber so, ins komplette Positive, weiß nicht. Und ich freue mich auf das Album. Ich freue mich wirklich aufs Album. Ich bin super gespannt, was auf dem Album von Jam Beats im Endeffekt sein wird. Wir haben einen Song im Snippet gehört natürlich, aber der Song, bah, das ist für den Sommer. Das ist es einfach. Das ist es einfach.